Herzliches Willkommen alle zusammen. Ja, leider kann ich wegen der aktuellen Reisebeschränkungen nicht persönlich ins Gewerbemuseum Winterthur kommen. Aber ich möchte gerne mit einer Videobotschaft herzlich begrüßen und auf diesem Weg eine kleine Einführung in die Ausstellung geben. Es ist das erste Mal, dass ich Deutsch rede. Ich wohne und lebe schon 14 Jahre in Berlin, also vor jetzt in Deutsch. Seit ungefähr 10 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit Farbe. Dabei habe ich begonnen, Farbe so anzugehen, wie ich es zuvor bei Materialien wie Kunststoff, Keramik und Textilien tat. Für mich gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen Material und Farbe. So Physiker würde mir vielleicht nicht zustimmen, aber für mich haben Farbe und Material die gleichen Potenzial. Man kann den Vergleich zwischen Farbe und Material noch weiter ausführen. Die Farbeindustrie ist ein großer Teil der chemischen Industrie, in der ein großer Maßstab produziert wird. Die Beziehung zwischen Industrie und Kunst ist also bei den Farben wesentlich anders. Es gibt wenig kleine Unternehmen. Eine Ausnahme ist KT Color in der Nähe von Zürich, welche einen großen Teil der Farbe in der Ausstellung produziert hat. Dieses kleine Unternehmen ist aber eine Ausnahme, denn heutzutage wird nur noch selten lokal und mit handwerklichen Methoden und Wissen produziert. Deshalb geht aber eine wichtige Tiefgründung der Farbe verloren. Denn Farbe ist auch ein Kulturträger. Farbe ist eng mit der Kunstgeschichte verbunden, weil zum Beispiel verschiedene Pigmente im Zusammenhang mit Bewegungen der bildenden Kunst entwickelt werden würden. Jan van Eyck arbeitet zum Beispiel im 15. Jahrhundert vor allem mit der Transparenz von Ölfarben, indem er in mehrere Schichten malte. So konnte er trotz seiner limitierten Pigmentenpalette intensive Farben kreieren. Ich habe beobachtet, dass in den kulturellen Bedeutungen von Farbe die Wissenschaft eine wesentliche Rolle spielen kann, im Zusammenhang mit Licht, mit verschiedenen Lichttemperaturen, mit der Funktion des Auges und den verschiedenen Kulturen, in denen der Mensch, also die Augen, geboren werden würde. Farbe hat auch eine philosophische Komponente, angefangen bei Platon und seiner Welt der Schattenbilder, weil der Schatten der Königin der Farbe ist. Ich denke nämlich inzwischen wie Platon, dass man Farbe nur wahrnehmen kann, wenn man auch die Schatten der Farbe wahrnimmt. Guck mal auf deine Wand, wenn du zu Hause bist. Nichts ist weiß. Du hast keine weiße Wand zu Hause. Guck gut. Über mich wird oft gesagt, dass ich als Designerin eine Aktivistin bin. Ich vergleiche das Angebot von Pigmenten und farbigen Lacken mit der Lebensmittelindustrie. Hier ändert sich momentan viel. Eine wachsende Gruppe von Menschen will keine industriell hergestellten Lebensmittel mehr essen. Es gibt immer mehr Kritik an der Industrialisierung unserer Nahrungskette. In der Farbeindustrie sehe ich diese Forderungen nach Veränderungen leider noch nicht. Denn hier geben sich die meisten Kunden mit dem derzeitigen Angebot zufrieden. Ich allerdings nicht. Ich vermisse ein Prisse Rot in den meisten industriellen Rezepten von Grün, sodass diese intensiver und lebendiger wirkt, so wie in der Natur und wie wir das kennen aus der Malerei. Ich vermisse Farbe, die mit Licht atmet. Ich vermisse Instabilität, die Veränderlichkeit und die Optionen, mit denen auch industrielle Farben immer wieder neu gelesen werden können. Ich plädiere für eine Selbstständigkeit des Alterungsprozesses, auch bei Farbe. In der Möbelindustrie gibt es einen großen Markt für Vintage-Möbeln. Hier hat die Patina, also die Alterung des Materials, eine große Anziehungskraft. So, ich plädiere hier für den Einbezug der Metamerie, also den Umstand, dass Farbe mit Licht reagiere. Gerade in der jetzigen Zeit, wo alle nur auf
an einem einzigen Ort im Homeoffice arbeiten müssen, sollte sich die Farbe zum Beispiel nach der Mittagspause dem Licht mit verändern, sodass man mit mehr Energie in den Nachmittag starten kann. Ich plädiere für andere Wege, um Farbe heller oder dunkler zu machen als die bisherige Mischung mit Carbon-Schwarz und Titanweiß. Da sind so viele schöne Schwarze, so viele schöne Weiße. Mit so einer kleinen, simplen Veränderung sieht die ganze Farbskala sofort anders aus. Denk nur an die Palette von chromatischen Grautönen, die entstehen würde. Das wäre eine richtige Qualitätsrevolution. Und das ist ein Grund, weshalb für mich diese Ausstellung so wichtig ist. All das mache ich nicht alleine und ich möchte mich hier bei ein paar Menschen bedanken. Vielen Dank an die Museumleitung Susanne Kumschick und Markus Richert von Gewerbemuseum Winterthur für die Einladung. Es ist eine großartige Leistung, die das Team des Museums zusammen mit meinem Team erbracht hat. Herzlichen Dank an der Projektleiter Mario Pullin. Auch, dass Sie den ganzen Aufbau trotz der schwierigen Corona-Situation geschafft haben. Vielen, vielen Dank, dass du alle hier bist. Ich hoffe, dass ich euch alle bald live sehen kann. Im Januar komme ich im Museum für mein Artist Talk. Vielleicht kann ich dann verreisen. Und ich möchte dir alle viel Spaß mit der Ausstellung. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Ausstellung und für später Prost!